Ja, jetzt geht's los und damit ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Frank Neun Langen. Eisenbahn, ja, schon wieder Eisenbahn auf dem Tisch und schon wieder von Bluebricks. Heute möchte ich euch den Langtransportwagen von Bluebricks vorstellen. Es ist die Nummer 103611 von Bluebricks mit 191 Teilen zum Preis von 16,95. So ist das. Den schauen wir uns heute an. Bevor wir das machen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Sommer steht vor der Tür. Er steht nicht nur vor der Tür, sondern er ist schon da. Es ist mächtig warm und anstelle einer größeren 4- oder 6-wöchigen Pause habe ich mir überlegt, ich mache das wie im letzten Jahr. Ich bereite Videos vor und ihr seht ab heute nur noch alle 14 Tage vorübergehend ein Video. Statt einer größeren Pause also alle 14 Tage ein Video. Mit dem fangen wir aber heute an. Es ist der Langtransportwagen von Bluebricks. Ja, natürlich, was ist drauf? Ein langer, langer Stahlträger, der ist drauf und das ganze Gefährt, ihr seht es, glaube ich, schon, ihr könnt es hier erkennen, das setzt sich aus zwei gleichen Teilen zusammen. Und ja, ich würde sagen, die Fahrgestelle, die schauen wir uns jetzt mal an. Dafür nehmen wir die Ladung hier runter. Die ist nämlich auf einer Noppe noch befestigt und oben mit einer Kette. Ja. Die Ladung nehmen wir erstmal hier beiseite. Ich glaube, da stört sie jetzt nicht. Und das ist der Wagen, beziehungsweise zwei gleiche Wagen. So sehen die aus. Zweimal gleich gebaut, schön gefliest. Obendrauf in 6W Breite natürlich. Und die Kette. Ja, die Kette. Ich zeige euch jetzt mal ein Foto. Es waren, glaube ich, drei oder so Teile über im ganzen Set. Und wieso waren die eigentlich über? Doch, die stammten hier vom Stahlträger. Da waren sie, glaube ich, über. Und ihr seht aber auch, die Kette, die musste man zusammenbauen. Jedes einzelne Glied musste man zusammenbauen, aus der Spritzform da heraustrennen und zusammenstecken. Habe ich auch so noch nicht erlebt, dass man eine Kette bauen muss, aber ist überhaupt kein Problem. Gleich zwei an der Anzahl natürlich. Das ist klar. So sieht der Wagen aus. Zwei Achsen von unten, natürlich starr verbaut. Magnetkupplungen an jedem Ende, also vier Stück insgesamt in diesem Set. Und diese Stangen hier. Das da oben, das lässt sich natürlich drehen, das muss sich auch drehen. Warum das so ist, das erklärt sich eigentlich von alleine. Wenn wir um die Kurve fahren, kann sich der Stahlträger natürlich nicht verbiegen. Ja, hier sind noch zwei Noppen drauf, auf denen dann die Unterseite, die dann so aussieht, in vierer Breite draufgesteckt wird, damit da nichts verrutscht. Und ja, bevor wir zu dem Stahlträger kommen, ja, so sieht er aus. So sieht er aus, so. Ist er sehr, sehr kompakt gebaut. Würde ich doch sagen, wir machen das nochmal da drauf und dann messen wir erst nochmal ganz kurz. Ich hoffe, mir gelingt das jetzt so auf die Schnelle hier durchzufädeln, ohne dass ich jetzt alles hier kaputt mache und das alles viel zu lange dauert. Aber ich glaube, so kommen wir doch der Sache schon nahe. Ich stotze das jetzt einfach mal so da drauf. Ich glaube, ja, ich habe sogar die Mitte getroffen. Insgesamt über die Puffer haben wir bei dem Modell eine Länge von ca. 30 cm. In der Höhe, da muss ich mal zur Seite gehen, sind es etwas über 7 cm und in der Breite natürlich 6W breit. Das könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen. Ich kann es aber auch nochmal messen, dass es ungefähr knapp 5 cm sind. Ja, so sieht das aus. Einmal auf die Schiene gestellt und wir haben hier hinten eine leichte Kurvenfahrt. Und ihr könnt auch da schon sehen, dass das natürlich funktioniert. Jetzt will ich das natürlich jetzt hier nicht hin und her schieben, denn dafür haben wir ja Personal, sage ich mal. Personal ist da und Personal kommt. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt die richtige Fahrtrichtung auch erwische und nicht vom Tisch runterfahre. Da kommt schon die V100, dotzt an und möchte direkt richtig beschleunigen mit dem Langtransportwagen. Ihr seht das, das funktioniert. Wir fahren noch einmal kurz vor, da bis zum Tischende. Da ist es, da habe ich es doch nicht richtig draufgesetzt. Ja, ist es denn wahr? So, einmal rückwärts. Und einmal, da fällt es doch tatsächlich aus der Schiene. Wie kann das denn sein? Ja, was war passiert? Also, ich fahre den Zug nochmal in die Mitte und ich habe eben ja den Stahlträger hier auf die Noppen drauf gedotzt, genau mittig. Das war natürlich so erst einmal korrekt, aber was dann zur Folge hat, dass die Abstände in der Kurve natürlich nicht mehr variabel sind, deswegen dürfte er den, wenn er Kurvenfahrten macht, hier nur locker auflegen, dass er nicht in die Noppen reinrastet. Und dann funktioniert es auch mit der Kurvenfahrt. Ja, einmal vor, einmal zurück.
Und zur Demonstration noch einmal über die Weiche drüber. Nicht so schnell, denn da kommt schon mein selbstgebauter Prellbock. Zack, angedotzt. Und ihr seht, wenn er den Stahlträger locker da drauf setzt, dann funktioniert das auch. Also, ja, mehr gäbe es jetzt an der Stelle, glaube ich, gar nicht zu sagen. Würde ich mal behaupten. Ja, die V100 hat das prima gezogen, ist natürlich überhaupt kein Problem. Das funktioniert in der Kurvenfahrt halt, wenn ihr das hier locker draufsetzt. Ihr könnt auch noch zwei Fliesen drüber legen, damit das nicht in die Noppen geht, wie auch immer. Denn nach oben hin hier habt ihr noch Luft, wie ihr seht, mit der Kette oben drüber. Ja, aber wir kommen nochmal zum Stahlträger. Bei diesem Stahlträger, da ist mir eine Idee gekommen. Ja, was mache ich denn hier im Video noch Außergewöhnliches zu diesem Stahlträger? Ja, und bevor wir uns das anschauen, welche Idee ich denn da hatte, möchte ich euch noch zeigen, dass natürlich nicht nur so ein Stahlträger auf diesen Wagen passt, sondern, wenn ihr wollt, auch Baumstämme, falls ihr genügend von diesen Steinen habt, ja, von den runden, dann passen auch Baumstämme drauf. Oder aber, ihr macht einfach, ich habe ganz viele davon, ein solches Stahlrohr könnt ihr euch bauen und das dann als Ladegut nutzen. Eins, ich habe noch mehr. Ja, zwei, dass es da auch da durchgeht. Und zu guter Letzt noch eins, noch ein solches Rohr. Da einmal durchgeschoben und dann habt ihr ein ganz anderes Erscheinungsbild. Ihr seht aber auch die ganz unterschiedlichen Farben hier von den Steinen. Es ist irre, ja, alles unterschiedliche Hersteller, mal ein Tick dunkler, ein Tick heller, was auch immer. Aber so habt ihr natürlich, ich zeige euch das mal, einen, nicht auseinander machen, da, einen schönen Transporter für Rohre. Wenn ich das jetzt auch noch richtig rumgemacht hätte, dann hätten wir noch ein schönes einheitliches Bild gehabt. Machen wir aber noch, so viel Zeit muss sein. So, und dann haben wir doch da einen schönen Transporter für ganz lange Stahlröhren oder was auch immer. So sieht das aus. Jetzt aber dann endlich zu meiner anderen Idee. Ja, vielleicht kennt ihr das Bild Lunch Atop a Skyscraper. Ein ganz berühmtes Foto, wo 11 Arbeiter auf einem Stahlgerüst sitzen und Mittag machen. In New York auf dem Bau des Rockefeller Centers. Aufgenommen von einem Fotografen. Man streitet sich darüber. Man weiß es nicht ganz genau, wer es jetzt gewesen ist. Ihr könnt das bei Wikipedia nachlesen. Auf jeden Fall hat da jemand diese 11 Bauarbeiter in der Mittagspause fotografiert. Und das Bild ist natürlich weltberühmt. Ich würde es euch jetzt gerne zeigen, aber genau wie Wikipedia besitze auch ich keine Bildrechte dafür. Von daher darf ich euch das Bild nicht zeigen. Aber wenn ihr das eingebt, Bauarbeiter New York Stahlträger, dann seid ihr eigentlich schon bei der Bildersuche gut dabei und ihr wisst, was ich meine. Ihr kennt es wahrscheinlich sowieso. Ja, was lag jetzt näher als diesen Stahlträger zu verwenden und diese Szenerie mal mit Minifigürchen nachzustellen? Ich war nämlich zufälligerweise bereits 2012 am Rockefeller Center bzw. obendrauf. Ja, das heißt jetzt Comcast Center, das ganze Gebäude, um das es sich jetzt dreht, denn da oben ist eine Besucherterrasse und von da aus hat man in etwa den Blick, den damals auch der Fotograf hatte, auf diesen Stahlträger. Ich glaube, es war der 69. Stock. Ja, das 69. Stockwerk. Also fast ganz oben auf 250 Meter. Ich glaube, 259 ist das gesamte Gebäude, wenn ich jetzt da richtig liege und alles auswendig gelernt habe. Ja, das Foto habe ich gemacht in Richtung Central Park und ja, habe mir das ausgedruckt. Und was daraus geworden ist, das seht ihr jetzt hier. Ja, 11 lustige Minifigürchen. Ja. Die Hersteller kann ich euch jetzt nicht genau nennen, welches Minifigürchen von welchem Hersteller ist, ist aber auch im Endeffekt wurscht. Die sind alle bunt gemischt, die haben jetzt zwar keine Butterbrote in der Hand, einer hat noch, glaube ich, ein Werkzeug oder irgendwas zumindest dabei. Und da sitzen sie da locker flockig auf dem noch leicht schwingenden Stahlträger. Ja, das habe ich mir doch gedacht, das lasse ich mir nicht nehmen, diese Szenerie vielleicht mal mit Minifigürchen nachzustellen. Die 11 Stück, die da sitzen und ja, so ist das. So ist das mit dem Stahlträger und dem Langtransportwagen von Bluebricks. Den Stahlträger, den packen wir jetzt nochmal hier drauf, damit das auch seine Richtigkeit hat und wieder schön da drauf sitzt. Ganz locker in dem Fall. Und da ist dieses Video auch schon für heute zu Ende, würde ich sagen. Denn mehr gibt es nicht zu sehen. Ihr seht aber nochmal
den Wagen hier auf dem Drehteller in Nahaufnahme, falls ihr euch das anschauen möchtet, am Ende jetzt. Und ich sage nochmals vielen Dank für die ganzen Abos, für die Likes, für die vielen netten, lieben, guten Kommentare, die ich da jede Woche lese. Ich versuche alles zu beantworten und ja, da bleibt mir nur noch einen schönen Sommer zu wünschen. Wie gesagt, wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Ja, habt Spaß, eine schöne Zeit. Bis dahin, macht's gut und tschüss.